1967 wurde das Eisstadion auf der Berner Alment gebaut und 1970 mit einem Holzdach überdeckt. Ein Stadion für große Erfolge. Doch das Stadion genügte den Infrastruktur- und Sicherheitsanforderungen nicht mehr. Ein besonderes Highlight für Bern war der 23. März 2007. An diesem Tag übernahm die Totalunternehmung HRS Real Estate AG die Verantwortung, das Stadion auf eigenes Risiko bis zur Eishockey-WM 2009 zu sanieren. Die PostFinance Arena wird von 5 Partnern getragen. Von Swiss Prime Site AG als Eigentümerin, HRS Real Estate AG als Totalunternehmerin, dem Schlittschuhclub Bern als Hauptmieter, der Bern Arena Stadion AG als Betreiberin und der PostFinance als Namenspartnerin. Come on, Switzerland! Einweihungsfest August 2009. Die Arena rockt. Eine neue Epoche beginnt mit der fertiggestellten PostFinance Arena. Nach 2-jähriger Umbauzeit erstrahlt Europas bestbesuchtes Eishockeystadion in neuem Glanz. Dank dem Umbau konnte im April 2009 die Eishockey-WM durchgeführt werden. 56 Spiele wurden von 190 TV-Stationen in 100 Länder übertragen. Und die Fans sorgten für eine großartige Stimmung. Auf der ganzen Welt wurden 800 Millionen Menschen Zeugen einer erfolgreichen WM. Die PostFinance Arena zeigt sich als modernes und ästhetisches Wahrzeichen der Stadt Bern. Der typische Charakter als reines Eishockeystadion und die stimmungsvolle Stehrampe blieben erhalten. Der SCB bestreitet pro Saison bis zu 40 Heimspiele in der Arena mit 17.131 Plätzen. Die legendäre Stimmung im Hexenkessel, sie ist geblieben. In der PostFinance Arena wird aber nicht nur packendes Hockey gespielt. Es finden auch Konzerte, große Firmenanlässe oder Sportveranstaltungen, wie zum Beispiel das Box-Highlight Vitali Klitschko gegen Kevin Johnson oder der Davis Cup statt. Für das kulinarische Wohl sind 2 Stadionrestaurants und ein Tagesrestaurant besorgt. Für die Fans hat es im Stadion einen eigenen Aufenthaltsbereich mit 11 Getränke- und Imbissständen. Die 21 VIP-Logen und die Energie-Lounge sind mittlerweile zu einer beliebten Begegnungs- und Netzwerkstätte geworden. Sei es an SCB-Heimspielen oder anderen Events. Die Räumlichkeiten der PostFinance Arena werden das ganze Jahr über für Business-Anlässe unterschiedlichster Art genutzt. Der direkte Blick ins Eisstadion lässt dabei jeden Anlass zu etwas Speziellem werden. Der 5-geschossige Anbau mit Büro- und Dienstleistungszentrum bietet auf einer Fläche von 10.000 Quadratmetern Platz für 400 Arbeitskräfte und ist an die PostFinance vermietet. Die unterirdische Trainingshalle mit 500 Zuschauerplätzen bietet eine zusätzliche, wichtige Eisfläche für den öffentlichen Eisbedarf. Ein Teil des ebenerdigen Platzes zwischen Curlinghalle und PostFinance Arena wird im Winter als öffentliche Eisfläche und im Sommer für die unterschiedlichsten Anlässe genutzt. Die PostFinance Arena. Ein Wahrzeichen für Bern. Gemeinsam einzigartiges Erleben.